Genau, willkommen zu meinem Thema Micro-Frontends. Und dieses kleine Wörtchen Micro hier vorne hat natürlich was mit der Microservice-Architektur zu tun, die wir schon länger aus dem Backend kennen. Der Begriff der Micro-Frontends ist ein bisschen neuer, der geistert so seit dem Jahr herum. Und worum es da geht und welche Herausforderungen wir da sehen, darum geht es jetzt. Wenn wir uns nochmal angucken, wie das bei den Backend-Microservices so läuft, welche Vorteile wir da so haben. Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile, die verheimlich mal kurz. Dann sehen wir, dass kleiner oft besser ist. Ja? Wir haben weniger Code, weniger fehleranfälliger. Ein neues Teammitglied ist vielleicht auch schneller in diesen Code eingearbeitet. Ja? Und diese kleinen Services haben meistens auch nur eine Sache und die machen sie gut. Wir können leichter skalieren, ne? Sowohl technisch, also wenn wir sehen, dass eine Komponente hoch unter Last ist, dann können wir die einzelnen skalieren, müssen nicht diese kleine, große Anwendung hochfahren. Wir können aber auch unser Team skalieren, ja? Weil wir nicht nur eine Großanwendung managen müssen, sondern können schnell Teams skalieren, die dann ihre eigenen Services programmieren. Ganz wichtiger Punkt ist das unabhängige Deployment. Also jedes Team, die einen Service baut, kann diesen Service unabhängig von anderen deployen. Das heißt, wenn die irgendein Feature umgesetzt haben, fertig sind, kann es direkt deployed werden, ohne dass es irgendwelche Abhängigkeiten gibt. Und diese Teams können ihre Technologie wählen. Das heißt, es ist völlig okay, dass ein Team Java macht, ein anderes Team macht Node.js und wieder ein anderes Team macht wir PHP beispielsweise. So. Der Klicker funktioniert so halbwegs. So. Und wenn wir jetzt im Backend diese Microservice-Architektur anwenden. Links von diesem Monolithen wollen wir weg, deswegen machen wir Microservices im Backend. Und was dann häufig und sehr relativ schnell passiert, dass im Frontend ein Frontend-Monolith stehen bleibt. Ja? Weil das Frontend sieht ja genauso aus wie vorher. Hm? Da soll sich nichts ändern. Die Backend-Jungs, die machen das wunderbar unabhängig, machen jetzt ihre Features schnell und so weiter und so fort. Aber im Frontend-Code, da sieht alles aus wie vorher und wir müssen jetzt viele einzelne Services ansprechen im Backend, aber der Code, mit dem wir vorne das Frontend rendern, ist das gleiche. Und das ist natürlich ein Problem. Jeder weiß, die Frontend-Welt ist relativ schnelllebig. Das heißt, in einem halben Jahr ist schon wieder ein neues Framework da, was ich jetzt auf einmal einsetzen muss, warum auch immer. Und das jetzt da oben umzubauen oder einfach mal zu testen, ist relativ schwer. Zweites Problem ist, die hier unten sind relativ schnell geworden durch ihr unabhängiges Deployment und ihren einfachen Code, die produzieren relativ schnell Features. Und die haben ja natürlich auch frontend-seitig eine Repräsentation. Das heißt, irgendwann wird dieses Frontend-Team da vorne irgendwann zum Bottleneck, weil die müssen immer alles direkt umsetzen. Das wird relativ komplex. Es gibt einen weiteren Architekturansatz, der Ansatz des Self-Contained Systems. Manchmal werden die auch Verticals genannt, weil sie eben vertikal alles von oben nach unten abbilden, vom Frontend über das Backend bis zur Datenbank. Und da sieht man schon einen Unterschied. Also nämlich auch vorne das Frontend ist getrennt, mit dem Ziel, unabhängig das Frontend zu deployen. Was uns jetzt zurückbringt zu den Micro-Frontends, was ist das überhaupt? Ja, also was will man dadurch erreichen? Also im Grunde will man eine Web-Applikation frontend-seitig in einzelne Seiten oder Features aufteilen, die von einzelnen Teams unabhängig entwickelt, getestet und deployed werden können. Also im Grunde das, was wir von dem Microservice im Backend gewohnt sind und toll finden, wollen wir auch im Frontend haben. Ne? Klingt vernünftig. Aber ne? Wir müssen uns vorstellen, 4, 5 Teams arbeiten jetzt parallel an einem Frontend. Wie kommt das zusammen? Ne? Das muss irgendwann vorne im Frontend wieder zusammenlaufen. Denn der Kunde, der die Webseite besucht und anguckt, den interessiert das kaum, ob da jetzt 5 Teams arbeiten oder 1. Deswegen müssen wir es im Frontend integrieren. So, jetzt haben wir eine ganz einfache Möglichkeit, im Frontend zu integrieren. Gibt es schon immer. Das ist einfach der Link. Ich kann Seiten verlinken. Ich kann von einem System ins andere verlinken. System A kann von einem Team gemacht werden, System B von einem anderen Team. Die können ihre Technologie frei wählen und die können auch unabhängig deployen. Soweit so schön, aber wenn wir uns jetzt mal die Seiten heutzutage anschauen, die sind ja relativ komplex. Das heißt, im Shop, der hat hauptsächlich mit Produkten zu tun, ja, aber er hat auch so einen kleinen Warenkorb irgendwo. Ne? Und
der Warenkorb selbst hat natürlich den Bestellprozess, aber auch irgendwo wieder eine Verlinkung zu den Produkten. Und in beiden Elementen übergreifend ist dann so eine Navigation, die gleich sein soll. So, wenn jetzt zwei Teams daran unabhängig arbeiten, müssten sie alles doppelt machen. Das heißt, die Navigation muss vom Team A und B gemacht werden und jeder müsste sich mit unterschiedlichen Domänen quasi auskennen. Deswegen geht es hauptsächlich nicht darum, sondern darum, dass die einzelnen Elemente, die jetzt auf dieser Seite liegen, das sind die eigentlichen Komponenten, die ich dann integrieren muss. Jede Komponente liefert ihr eigenes HTML, ihr eigenes CSS, das Styling und die JavaScript-Logik. Ja, diese Elemente können auch haben ihre eigene Domäne, also können unter einer URL leben. Und eigentlich geht es genau darum, diese einzelnen Teile auf eine Seite zu integrieren. Das ist so die Schwierigkeit, die wir haben. So, jetzt sind wir in der Frontend-Welt und kennen so einfache Sachen wie den iframe. Ja. Manche fühlen sich an die 90er erinnert, klingt ziemlich ähnlich, aber ist eigentlich völlig valide, weil es funktioniert. Zweites relativ einfaches Beispiel, Ajax. Kennt mittlerweile jeder Entwickler, kann mit umgehen. Damit kann man im Frontend kleinseitig integrieren. Das heißt, wenn die Seite lädt, kommen asynchron Daten nach. Das Ganze können wir auch serverseitig machen. Server-Side Includes haben wir auch schon länger nicht mehr gehört. Und wir haben die Edge-Side Includes. Ja, das ist quasi eine Stelle noch vor dem Applikationsserver. Das ist so die typische Proxy- und Caching-Server-Datenschicht. Auch da kann man eine Seite integrieren. Und neuerdings gibt es auch eigene Softwarelösungen, die sich genau auf dieses Feld spezialisiert haben und dann so eine Seite, ein User-Interface integrieren. Zurück zum iFrame. Kennt jeder, funktioniert wahrscheinlich schon seit, weiß ich nicht wie viel Jahren. Und wie schon gesagt, er macht genau das, was er soll. Ja? Also ich kann eine Seite in eine andere einbetten. Ne? Die sind sogar vollkommen abgetrennt voneinander. Die laufen in der Sandbox, die stören sich nicht gegenseitig. Aber ich habe natürlich ein paar Probleme. Wenn ich das mal mache, ist das Problem, ich muss die Höhe und Breite dieses iFrames eigentlich von außen vorgeben. Ja? Aber ich kenne den inneren Inhalt gar nicht. Klar kann man das mit JavaScript irgendwie lösen. Aber dann gibt es noch so Sachen wie, ich öffne von einem iFrame drin einen Layer, der eigentlich über der Seite liegen soll. Der liegt jetzt erstmal nur in diesem iFrame. Ja, und manchmal entstehen auch so irgendwelche hässlichen Scrollbalken. Also ist nicht so schön. Es ist eine völlig valide Art und Weise zu integrieren. Nur weil es alt ist, ist es nicht unbedingt schlecht. Aber wenn man das wählt, sollte man wissen, wie die Probleme dadurch damit zu lösen sind. Zweite und wie gesagt auch sehr einfache und sehr eine einfach umzusetzende Lösung ist die über Ajax. Also ein kleinseitiges Integrationsmodell, dass wenn die Seite lädt, setze ich Requests ab und kann die Response entweder in einer Datenstruktur mir zurückgeben lassen oder als HTML. In der Datenstruktur stehen einfach die Sachen, die diese Komponente mitliefert, also das HTML, das CSS, wie sieht das Teil aus und eine Logik noch, die im JavaScript steckt. Oder ich mache das alles vorgerendert im HTML, dann muss ich meine Applikation, die diese Services anbindet, darum kümmern, dass das in der Seite landet. Nachteil von Ajax, typischerweise, der Nutzer muss darauf warten, also man hat dann irgendwelche hässlichen Lade-Icons, die erst dann nach und nach gefüllt werden und auch die SEO-Tauglichkeit ist bei Ajax immer noch ein bisschen ein Problem. SEO-Tauglichkeit haben wir bei der serverseitigen oder bei der edge-seitigen Integration so ein bisschen gelöst, weil es passiert, bevor die Seite zum Client gerendert wird. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Varnish-Server. Das heißt, wenn der Varnish diese Seite sieht, geht er von oben Zeile für Zeile durch und wenn er so ein Include findet, sieht eigentlich vom Code her genauso aus wie ein iFrame, nur dass es halt serverseitig passiert, findet dieses Include, lädt synchron den Inhalt der Adresse, fügt das da ein und geht weiter und am Ende wird die ganze Seite an den Client gegeben. Großes Problem oder eines der großen Probleme bei dieser Lösung ist, man bindet sich an eine neue Infrastrukturkomponente. Das heißt, diese Seite ohne den Varnish, die wird nicht funktionieren. Dann, wie erwähnt, gibt es schon mittlerweile eigene Softwarelösungen für genau dieses Problem. Zalando, die haben sich mal
die Frage gestellt, wie kann man mit 100 Teams parallel an einem Frontend arbeiten. Und da ist diese Software rausgefallen, nennt sich Taylor, ist ein Node.js-Server, der im Grunde auch wieder das Gleiche macht, kriegt ein Dokument mit einzelnen Fragmenten, die dann ersetzt werden durch den Inhalt, der dann unter einer anderen Domäne liegt. Ja, nur haben die es halt noch ein bisschen weiter gedacht. Die haben sich so ein bisschen das Facebook Big Pipe Modell angeguckt. Das heißt, eine Seite landet relativ schnell im Client und dann werden so asynchron per Streams werden so die Inhalte reingeschubst. Ja, und hier sieht man schon mal zwei Keywords, die man hat, Primary und Async. Async ist, glaube ich, relativ klar, darauf wird nicht gewartet. Das war ein Problem bei der Warnlösung. Der wartet wirklich, bis alle Inhalte da sind. Der Inhalt hier würde quasi erst im Browser nachgeladen werden. Und dieses Primary-Keyword ist dafür da, darauf wird gewartet, weil dann vielleicht noch auf einen Statuscode geschaut wird. Ist das wirklich ein Statuscode 200? Okay, kann ich mit der Seite fortfahren? Oder muss ich vielleicht einen Redirect machen, weil da irgendwas passiert ist oder ein 404 aufgetreten ist? Also wer sich mit dem Thema Micro-Frontends und UI-Integration befasst, sollte sich das durchaus mal angucken, weil es sind schon sehr viele Probleme gelöst. Auch das Error-Handling, was passiert, wenn ein Service innerhalb von ein paar Millisekunden nicht antwortet, was passiert dann? Also eine relativ hübsche Lösung. Muss man aber auch wieder in seine Infrastruktur mit aufnehmen und hat dann da eben ein paar Probleme mit. Das war die Herausforderung Nummer eins. Zweite Herausforderung, wenn wir uns nochmal vorstellen, dass mehrere Teams parallel arbeiten und hier und da so ein kleines Frontend rausfällt, ist, wie sieht es denn vorne aus? Weil der Kunde, den interessiert das nicht, dass wir da parallel arbeiten, sondern es soll ja genauso aussehen wie vorher auch. Relativ einfache Lösung ist, dass man die gleichen Assets benutzt. Das heißt, jeder Microservice, der ein Frontend hat, verweist auf dieselben Assets, also auf dieselbe Library, die das CSS vorgibt, das Styling, die gleiche Library, die den Date Picker rendert. So erreicht man eine Konsistenz. Jetzt, wer so dieses Bild sieht und Microservices kennt und hört, man hat also eine zentrale Abhängigkeit, ist das nicht böse. Ja? Also eigentlich will man ja Abhängigkeiten verlieren. Man will unabhängig sein, unabhängig deployen. Aber man muss sich einfach mal vorstellen, was es bedeutet, ein Frontend-UI zu entwickeln. Ja? Das sind mobile-first entwickelte, responsive, auf allen Browsern funktionierende Komponenten. Also es ist relativ komplex. Und wenn das jeder für sich einzeln machen würde und einzeln ausliefern würde, das wäre ein riesiger Overhead. Ja, deswegen geht man hin und legt diese zentralen Assets, die für alle gelten, auf den zentralen Asset-Server ab und versioniert die. Das ist ganz wichtig. Ja. Also meine CSS-Library, die da drauf liegt, hat einfach die Version 1.0 und die ist für alle gleich. Und die ändert sich auch nicht von heute auf morgen. Natürlich gibt es irgendwann mal eine Version 1.1, dann kann man Updates fahren, aber das sind feste Assets, die wahrscheinlich auch relativ schnell von einem CDN geladen werden können. So erreicht man das eigentlich, dass das Frontend, das integrierte Frontend am Ende, möglichst konsistent aussieht. Kann man natürlich trotzdem so ein bisschen Skepsis haben, was passiert, wenn da eine Änderung reinkommt, die da nicht reinkommt. Oder die Version 1.1, da fliegt dann irgendwie die Hälfte raus, weil ein Entwickler gedacht hat, das braucht man nicht mehr. Gibt es einen relativ einfachen Trick, nämlich das Ganze Open Source oder zumindest öffentlich zu stellen. Hier haben wir so ein paar Beispiele. Zalando und Klarna, zwei Unternehmen, haben ihre internen UI-Libraries Open Source oder zumindest öffentlich gestellt. Da fragt man sich natürlich, warum machen die das? Ja, aber das ist ein ganz einfacher Trick, weil man denkt zweimal darüber nach, wie man was benennt. Man denkt zweimal darüber nach, ob man eine API-Änderung macht, weil sobald man weiß, es benutzt jemand anderes, denkt man nochmal drüber nach. Ja. Und diese Sachen sind halt nicht nur irgendwie intern wichtig zur Dokumentation, sondern sie führen dazu, dass es eben konsistent bleibt. Haben wir ebenfalls gemacht in unserem Projekt. Wir haben unsere Kongster Pattern Library, zwar nicht Open Source und nicht richtig öffentlich gestellt, aber wir wissen, dass externe Agenturen drauf verweisen und Redakteure darauf zugreifen. Deswegen versuchen wir wirklich, das da konsistent zu halten. Relativ viel Theorie bisher. Jetzt zeige ich mal ein ganz kurzes Beispiel, wie wir das bei uns im Team umgesetzt haben.
Das ist jetzt das Kongstar Kundencenter, wo die Kunden sich einloggen und ihre Verträge sehen können. Die Seite an sich ist eine Typo-3-Seite, das ist quasi das Rahmenwerk, wird weiterhin von Typo-3 ausgeliefert. Das heißt, auch die Redakteure haben weiterhin die Möglichkeit, die Navigation zu bestimmen und irgendwelche Teaser auf der Seite zu verteilen. Aber der eigentliche dynamische Content kommt von einzelnen getrennten Microservices. Ne? Ein Team macht den Header, da steht einfach nur die Kundennummer drin und die Ansprache. Das war's. Ne? Das zweite Team macht vielleicht die Produktansicht. Und das dritte Team kümmert sich um die Handys. Aber die haben alle ihre eigene Domäne, ihr eigenes Wissen. Und sollte in irgendeinem dieser Bereiche sich irgendwas ändern oder irgendwas neues Feature hinzugebaut werden, dann kümmert sich eben dieses eine Team darum. Und die können das unabhängig deployen. Die ganze Seite bleibt so, wie sie ist. Es ändert sich nur dieser Teil, für den das Team zuständig ist. Zweite Lösung, die wir verwendet haben, ist das die Sache mit dem Link, ja, die relativ einfache Sache. Auch hier haben wir wieder das Typo 3, das ist für die Produkte zuständig, für den Produktkonfigurator. Aber der Bestellprozess hinten, der relativ komplex ist, der ist komplett in einem anderen Service. Ja. Auch die Frontend-Technologie hat sich hier geändert. Ja. Hier haben wir noch klassische HTML und ein bisschen Angular 1. Hier haben wir eine komplette Single-Page-App in Angular 2 geschrieben und die sind komplett voneinander getrennt. Und sobald ich hier auf den Warenkorb-Button klicke, werde ich eben weitergeleitet. Ich merke davon eigentlich gar nicht, dass ich hier das System verlasse. Ich bin immer noch bei Kongstar, aber der Zuständigkeitsbereich liegt bei einem anderen Team. Wer genau hinguckt, sieht vielleicht einen Unterschied. Die Navigation oben stimmt nicht ganz. Die haben wir nämlich im Checkout nicht. Liegt vielleicht daran, dass wir noch keinen Navigation Service haben. Wir verkaufen es aber so, wir wollen den Nutzer nicht unnötig aus dem Checkout rausreißen und so weiter. Also man kann da so ein bisschen tricksen, muss nicht alles konsistent machen. Dann komme ich schon zum Fazit oder zu unseren Learnings, die wir daraus gezogen haben. Also es gibt aus unserer Sicht noch keine, es gibt nicht die Lösung. Ja? Also wir müssen uns bei jedem Feature neu den Kopf zerbrechen, wie integrieren wir das jetzt? Nehmen wir da jetzt Ajax oder machen wir es doch serverseitig? Wo machen wir den Schnitt? Wie trennen wir das auf? Also das muss man eigentlich immer von neu an diskutieren. Aber wir haben es gesehen, kurzer Hintergrund, unser Team ist so knapp 30 Leute stark, verteilt auf 4 Teams. Und uns hilft es ungemein, dass die Teams unabhängig arbeiten können. Ne? Teilweise sind die wirklich komplett autark, müssten eigentlich theoretisch gar nicht mehr miteinander reden, müssen die natürlich irgendwie schon, aber sie können auf jeden Fall unabhängig deployen. Also das, was wir im Backend gewohnt sind, haben wir auch im Frontend. Bei kleineren Teams, das ist die Frage, wenn da 2, 3 Leute sitzen, die das Frontend managen, dann ist vielleicht der Monolith vielleicht genau das Richtige. Aber bei uns war eben der Fokus drauf, wir wachsen weiter, müssen unabhängig sein, deswegen ist es ein wunderbarer Weg, das zu erreichen. Ja, aber es führt so ein bisschen dazu, dass man nur in seiner Vertikalen denkt, in seinem Silo ist. Und da muss man aufpassen, dass man trotzdem Überblick hat, wie sieht das Ganze unten aus. Ne? Also, oder was unten rauskommt, wie sieht das aus? Ja? Das kann immer noch passieren, dass Team 1 das Formularhandling vielleicht anders macht als das Team 2. Also kleine Unterschiede im Frontend, in der User Experience, die kann es trotzdem immer noch geben. Da muss irgendjemand dann den Blick drauf halten. Haben. Ja, es gibt viele Herausforderungen. Ich habe jetzt nicht alle genannt. Ein paar seien noch angerissen. Also diese freie Technologiewahl, die wir im Backend haben, Java, PHP, Node.js, die haben wir im Frontend nicht so leicht. Es macht nicht wirklich Sinn, 3, 4 verschiedene Frameworks auf eine Seite zu verheiraten. Das macht einfach keinen Sinn. Es macht mehr Sinn, sich auf gewisse grundlegende Sachen zu verständigen. Ja. Framework in Version sowieso nehmen wir und diese Library in der Version sowieso. Ja. Error Handling Resilience, auch ein beliebtes Thema, was bei den Microservices im Backend immer irgendwann ein Thema wird. Was passiert denn, wenn der Navigation Service nicht antwortet? Ist dann die Navigation weg oder steht da eine Fehlermeldung oder kann ich da vielleicht ein statisches Template als Fallback rausrendern? Solche Fragen entstehen dann. Und
lokale Entwicklungsumgebung. Also wenn ich jetzt nur in meinem Team denke, muss ich jetzt die anderen Sachen der anderen Teams auch auschecken und irgendwo laufen lassen, damit ich das testen kann? Oder brauche ich jetzt irgendwo den Warnisch, damit die Seite überhaupt funktioniert? Also auch das wird so ein bisschen komplexer. Aber unterm Strich würden wir empfehlen, dass quasi jedes Team oder jedes Projekt, was backend-seitig auf Microservices setzt, das auch so weit denkt, dass es auch im Frontend möglich ist. Damit wäre ich am Ende. Mhm.